Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen wieder bei Tabletop Eagles. Heute wieder ein neues Update aus unserem Verlies. Keller. Es ist einiges passiert. Und wollten euch mal kurz zeigen, mal wieder ein kleines Update geben, wie es hier wieder so aussieht. Und ja, es nimmt langsam Form und Gestalt an. Auf jeden Fall, ja. Die Hauptlast lag bei Manuel, ich war im Urlaub. Ja. Ist auch nicht schlecht, ne? Die schön knechten. Nein, aber wir zeigen euch mal hier gleich einen kurzen Überblick und dann seid ihr wieder auf dem neuesten Stand und wisst, was hier so abgeht. So, dann sind wir wieder. Ja, ihr habt das letzte, was ihr gesehen hattet, war die Elektrik. Genau, Elektrik war das. Und ein paar Kleinigkeiten noch. Und dann lag ja noch jetzt Teppich an und sowas alles. Den hatten wir noch gekauft, vorm Urlaub. Ja. Und dann haben wir den hier reingeschmissen. Doch, ich würde auch mal sagen, seht ihr mal selbst. Ich zeige euch das Ganze mal, wie es jetzt hier gerade aussieht. Tada, da ist der Teppichboden drin. Ja, die Lampen kennt ihr ja schon. Hier haben wir auch schon zwei Tische, beziehungsweise Regale sind das eigentlich gewesen. Normalerweise, doch wir haben sie jetzt für, man kann sie auch als Werkbank zusammenbauen eigentlich. Wir nutzen sie als Unterkonstruktion für unseren Tisch, für unsere Spielplatte. Genau. Die Spielplatte soll ja nicht drauf, ja. Genau, hier kommt ja noch eine größere Platte drauf, damit man dann drauf spielen kann halt. Hier hat man auch noch Ablagemöglichkeiten dann, wenn man halt was möchte. Und dort sind noch zwei weitere Regale. Mit schon ein bisschen Gelände drin. Ich habe zu Hause ausgemistet, ja. Und wir haben schon was hergebaut, wir sind schon eingezogen. Ja. Ja, hier ist so die 40k-Ecke, was wir jetzt so auf die Schnelle erstmal, oder was erstmal so griffbereit war, hingebracht haben. Und hier Afrika für Flames of War Battle Group. Genau. Ist ein bisschen was geworden. Hier ist noch ein, ja, das ist halt auch Flames of War Battle Group, halt Italien oder halt, das sind das hier so Russenhäuser, glaube ich, ne? Ja, genau, das sind so russische. Wir haben noch andere Sachen, das liegt ja noch bei mir ein bisschen was. Das ist jetzt nur das von Michael hier. Hier unten ist noch so ein Fantasy-Sachen. Ja, das ist ja erstmal nur ein kleiner Teil. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal fahren. Ja, hier oben ist ja auch noch. Auch noch was, ein paar Hügel und Krater und sowas. Ja, das ist jetzt wie gesagt der Teppich hier. Ja, den wir uns ja. Das Beste hast du noch gar nicht gezeigt. Das Beste? Ja. Hier, da. Ach so, ja. Guck mal, ich ziehe mir sogar die Schuhe aus. Welcome. Ich habe die Schuhe ausgezogen. Ja, ich nicht. Ja, wir haben jetzt hier schon einen schönen Vorleger. Ne? Herzlich willkommen, heißt das. Ach, gut übersetzt. Ja. ja, hier ist auch noch ein Teppich drin. In dem können wir hier nochmal Licht anmachen. Zack. In dem Bereich hier. Hier ist noch eine alte Pappröhre, wo wir den Teppich geholt haben. Da, die war da drin. Da wollen wir vielleicht auch noch was draus bauen. Ja, für unsere Matten als Lagerung, wenn wir ja ein paar Matten haben mittlerweile. Genau, die Spielplatten. Das wäre die Spielmatten, damit wir die dann lagern können. Ja, hier müssen wir nochmal gucken. Hier soll dann ja auch noch so ein kleiner Tisch hin, wo man noch malen und basteln kann oder sowas. Da freue ich mich schon richtig drauf, wirklich. Also echt. Das wird dann mein Highlight werden. Dein Highlight? Ja, ich finde das gut. Ja, ist so auch. Ne? Und wir haben das jetzt erstmal nur ganz provisorisch erstmal hingestellt. Genau. Mit den Abmessungen müssen wir dann mal gucken, wie das passt, wenn wir mal die Platte haben, die da drauf kommt. Wollen wir vielleicht dieses Wochenende dann sogar holen. Also wenn das Video rauskommt, dann haben wir sie noch nicht gekauft. Ne? Ja, genau, wahrscheinlich. Ja, und eventuell der Gedanke ist ja dann auch noch, weil die Platte, die wir hier aufmachen wollen, also der Gedanke, den wir erst hatten, war, ursprünglich war es eigentlich geplant, eine Möbelbauplatte aus unserem, ja was ist das, Holzhändler, ja, der hier in der Nähe ist, recht großer Holzhandel. Da hatte ich mal angefragt für eine Platte in Maße 1,83 x 1,22. Das sind krumme Maße, ja, weil die Matten, die wir haben, halt auf Zoll sind und deswegen diese krummen Zentimeterangaben. Und habe ich mal angefragt, halt mit auch diesen Sicherheitsumleimern, also diese etwas dickeren, die man halt auch so normal an
Möbeln, wenn man die kauft, Tischen und sowas, halt dran sind. Nicht diese aufgebügelten Dinger, die kannst du vergessen. Ja, und da wollte er dann schlanke 71 Euro für haben. Es wäre 19 mm war das. Ja, moin. 19 mm Pressspan ist das ja, nur halt mit Kunststoff drauf halt. Ja, war schon heftig. Dann habe ich halt noch ein bisschen Alternativen geguckt. Beziehungsweise bin ich dazu voll drauf gestoßen, weil ich eigentlich noch andere Sachen geguckt habe. Und zwar bei einem großen schwedischen Möbelhaus, dessen Name nicht genannt wird, habe ich mal ein bisschen gestöbert und da bin ich auf was anderes gestoßen. Und zwar auf Küchenarbeitsplatten. Die haben nämlich die Maße 1,86 mal 63,5. So, das heißt, man nimmt einfach zwei Stück, legt die nebeneinander. Dann hat man 1,27 mal 1,86. Und so entsprechend gute Grundgerüst für die Spielplatte, Matten oder was auch immer man drauflegt. Und dann sagen wir mal den Preis. Genau, da kostet nämlich eine Platte schlanke 17 Euro. Die sind schon fix und fertig, abholbereit, ja, kennt man ja von dem Möbelhaus. Und ich glaube, wir werden schon diese Alternative entscheiden. Eventuell werden wir die halt dann in der Mitte, ist ja halt eine Fuge quasi, wo man die jetzt zusammenstößt. Von unten dann mit so Beschlägen zusammenschrauben, dass die nicht auseinandergehen, wenn man mal irgendwie was berührt oder so, dass die dann fest sind. Ja, das war so der Hintergrund. Das ist, glaube ich, deutlich besser, weil da kriegt man nämlich für 34 Euro quasi, also für fast die Hälfte, oder ja, für jeden Fall die Hälfte, genau dieselbe Platte. Und die ist sogar ein bisschen dicker, die hat 28 mm, die andere war halt wie gesagt nur 19. Ja, ist halt nur zweigeteilt, statt eine ganze Platte. Aber es muss auch nicht unbedingt schlecht sein, weil man kann sie ja immer dann noch besser wegpacken. Oder wenn man sie wegpackt, eigentlich ist es ja nicht gedacht, dass man sie wegpackt. Dafür haben wir das ja hier, dass das hier alles stehen bleiben kann. Aber man kann es mal umräumen oder was auch immer, wenn man halt... Was sagt man dazu? Mega! Ja, mega, genau. Mega gut. Ja, deswegen eigentlich bin ich auf eine andere Idee gekommen, oder weswegen ich da geguckt habe, ist... Bei mich stört es mal persönlich, ich kann das nicht ab, wenn man auf Spielplatten Sachen rumliegen hat. Ich bin da, weiß ich nicht. Bücher, Würfel, Maßband, Handys. Ja, Getränk oder was auch immer. Ne? Das regt mich immer so auf. Wenn man da alles rumfliegen hat, das finde ich immer echt richtig nervig. Deswegen habe ich geguckt, was man da machen kann. Und da bin ich auch bei dem Möbelhaus wieder fündig geworden. Da gibt es auch so eine Schränke. Küchenschränke sind das eigentlich. Die gibt es in sämtlichen Varianten mit Schubladen, mit Klappen, mit allem Möglichen. Und die haben die Abmessung 60 mal 40, das ist die Grundfläche halt, und die ist 80 hoch, beziehungsweise 88 dann mit dem Sockel, also der Innenraum ist quasi 80. Da kommt oben noch eine schöne Platte drauf, dann in Holzoptik, damit nicht alles so steril weiß ist. Du machst dir richtig Gedanken, ne? Ja. Also wirklich. Und es kommt dann wie so drauf oben, weil oben ist halt offen eigentlich, weil es ja für eine Küche gedacht, da kommt ja eine komplette Arbeitsplatte nicht drüber. Das passt dann bei uns ja nicht, weil die Platten, die hier rauf kommen, die sind auch ein bisschen höher denn. Aber das macht ja nichts. Da ist es wenigstens auch vernünftig getrennt voneinander, der Spielbereich und der Ablagebereich. Dementsprechend hat man dann eine schöne Grundfläche, wo man auch seine Verluste hinstellen kann und seine Armee am Anfang und wo man halt alles so, ne, auch im Buch oder wie auch immer. Und man hat unten in dem Schrank halt auch noch Ablagemöglichkeiten. Ne? Bücher. Genau, da kann man zum Beispiel alle Bücher reinpacken. Vielleicht nimmt man noch eine mit Schublade, dann kann man oben noch Würfel und Maßband und sowas reinpacken, dass alles wunderbar wegsortiert ist. Mhm. Weil das ist auch schön griffbereit in der Nähe dann immer, weil ich finde das total nervig, wenn da irgendwie alles mal voll liegt. Ich weiß nicht, vielleicht geht euch das ja auch so, könnt ihr ja mal schreiben, wenn der ganze Spiel schon mal irgendein Kram voll liegt. Ich kann das überhaupt nicht haben. Bin ich immer sehr empfindlich, was das angeht. Ja, aber ansonsten ist doch schon mal ganz gut geworden, ne? Denke ich mal. Vielleicht so vorher. Wenn ihr ja vielleicht das erste Video gesehen habt, dann wisst ihr ja. Schaut euch an. Genau, dann könnt ihr nochmal gucken, wie das die Mockhöhle vorher aussah und jetzt aussieht. Ich denke, das ist der beste Raum hier im ganzen Haus. Wurde etwas aufgewertet, ja. Ja, außer dieses gammelige Fenster da. Das ist ein bisschen noch so ein Dorn im Auge, das sticht jetzt richtig raus. Welche Mauern war das zu? Ja, Licht haben wir ja jetzt noch. Scheiß auf Tageslicht.
Ist doch eh. Außerdem ist es jetzt hier richtig kühl drin. Das ist richtig geil. Bei es sind draußen, 30 Grad oder ja, so. Es sind draußen jetzt, ich glaube, weiß nicht, was ist es jetzt noch? 30 Grad oder so? Um, was ist es jetzt? Halb neun. 30 Grad noch knapp draußen. Hier drin ist es angenehm. Wir sind gefühlt 20. Ja, ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, im Winter müssen wir uns ja was anderes überlegen, aber das ist ja noch erstmal ein bisschen hin. Ja. Das ist eine andere Baustelle noch, die da noch offen ist. Ja, dann na, haben wir schon mal wieder schön was geschafft. Teppich drin, Regale drin, das sind so Schwerlastregale aus dem Baumarkt, kriegt man davor auch für kleines Geld. Sollen angeblich 200 Kilo oder 175 Kilo tragen. Nein. Musste mal ein bisschen schmeicheln dabei, glaube ich, wenn man das sieht. Also ich glaube nicht, dass das so Gewicht trägt. Aber egal, das Gelände ist ja nicht so schwer und die Platten ja auch nicht. Eben. Was wir da, achso, genau, was wir denn noch machen wollen, kann ich nochmal zeigen. Weil diese Tische jetzt hier einzeln sind jetzt ja nicht so, na gut, es geht halt. Ne? Der ist ein bisschen instabiler, weil der jetzt so zwei Böden hat hier. Kommt halt noch eine Platte drauf. Hat ein bisschen mehr Stabilität auch noch. Aber was wir denn noch machen wollten, einfach von hier nach hier runter einfach eine Querstrebe reinziehen und auf der anderen Seite auch. Dann sind die ja in sich verwindungssteifer, ne? Und da ist ein bisschen Stabilität drin. Das bringt dann schon ein bisschen was. Auf jeden Fall, ja. Wenn die Platte drauf ist und dann, wie gesagt, das wird dann auf jeden Fall mehr als genug reichen für Stabilität. Und wieder die Schränke, die dachte man halt dann hier irgendwie so nebenstellen. Muss man sehen, wie man Platz hinkommt. Also die Platte können wir ja nochmal zeigen hier. Kannst ja mal den Zollstock ausknappen, der geht so gut. Oh, da haben wir wieder uns den Besten gegönnt. Also hier werden Tausende Euro in die Sachen umgesetzt, aber Zollstock von 1930. Ja und? Da haben sie mit dem Tigerpanzer damals vermessen. Ja. 1,20 reicht. Ja. So, dann wir jetzt, wenn wir jetzt hier ungefähr die Mitte annehmen, ne? 60 hier ungefähr. Dann wäre das jetzt mehr oder weniger denn die Platte in der Größe oder in der Breite. Und dann kann man hier wunderbar noch, also man kann hier so zweit lang gehen, problemlos. Ja. Und ringsherum gehen und man hat genug Platz. Weil ich hatte nämlich auch schon mal gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war. Es war bei Spielkartell in Twitch, also auf Twitch. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hatte Sascha vom Tabletop Basement gestreamt. Und da hatte ich noch aber auch geschrieben mit ihm. Und das wäre uns aber geschrieben über unseren Raum, dass er meinte, ja, dass er auch mal rumkommt. Und da hatte einer einen Kommentar oder dazu geschrieben, dass der Raum ja gar nicht so groß sei. Also sah es nicht so groß aus, hat einer geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Vielleicht, wenn er das sieht, kann er das nochmal runterschreiben. Vielleicht sieht man jetzt, wie das jetzt aussieht, von den Größen her. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es doch eigentlich ausreichend genug ist. Und man hätte ja auch noch Platz hier in der Ecke, hinten hier, also von der Wand bis zu dem Tisch hier. Wie viel das ist, kann ich... Da könnte man nämlich auch noch locker was ranrücken und dann könnte man hier noch ein bis zwei Tische noch daneben stellen. Oder halt auch verbinden und dann einen großen zusammenhängenden Tisch. Also Platz, denke ich mal, ist auf jeden Fall ausreichend da. Ne, denke ich mal. Ja, ich denke mal auch in den Videos. Ich das kommt nicht so groß rüber auch. Ich sage, ich will mal die sich angucken. Ich habe die mir auch nochmal angesehen. Das sieht halt dann ziemlich klein aus hier. Ne? Ja, genau, deswegen. Ist aber nicht. Nö, also nee. Klar, größer geht immer. Ne? Also zu klein gibt es nie. Weil zu klein gibt es immer so. Zu groß gibt es nie. Aber man muss halt das Beste draus machen und wir hatten ja, oder ich hatte erst überlegt, dass man die Tische dreht, also dass man das nicht, die lange Seite nicht so hat, sondern die lange Seite so hat und dann zwei Tische nebeneinander stellt, dass man hat man quasi eine Grundfläche von 1,80 mal 2,40 Meter und dann halt Spielfeld in der Mitte, dann hat man ringsherum Platz, um was abzustellen. Aber bei 1,80 Meter ist das denn schon knapp. Du kannst ja mal, falt mal auf 1,80 Meter aus, das Lineal da. Ja, ich muss hier Kamera machen, ich kann das nicht.
Na, kann man mal gucken, wie ein Profi bei Arbeit hier. Zollstock, Gliedermaßstab. So, 1,80, die Mitte. 90, zack, so ungefähr. Ja, dann ist das so. Ne? Also gut, man kann immer noch lang gehen eigentlich. Ne? Also du kannst sogar. Gerade, man kann, also man sieht es ja jetzt. Stehst hier nur so. Ja, man könnte, also es kann einer dann langlaufen. Wenn du jetzt hier den Bauch einziehst, kannst du ja. Durchgehen. Aber das wird dann schon ein bisschen knapp. Ja, aber es würde gehen. Es würde gehen, ja, man kann es machen. Man muss es ja nicht für immer machen, aber wenn man zum Beispiel mal ein Spielchen hat. Moment, zack, jetzt ist der Tauchgang gedreht. Wenn man mal ein Spielchen macht, zum Beispiel gerade bei Battlegroup ist das ja der Fall, dass man häufig auch mal auf großen Platz spielen ja, möchte. Battlegroup, ne? Auch wenn man jetzt hier so 2 gegen 2 spielt, hier Fantasy oder 40k, ne? Ist ja auch immer eine coole Sache. Ne? Ja, nur ich meine, was ich hoffentlich auch so ist bei Battlegroup, wenn man da halt jetzt auf Kompanieebene oder so spielt oder Bataillonsebene sogar, ne, was mehrere tausend Punkte sind dann. Da braucht man halt eine doppelte Spielfeldgröße. Und das ist dann so wunderbar zu realisieren. Ne? Kann man theoretisch, wenn man sich dann halt das nochmal holt, dann kann man halt schön 2 Tische nebeneinander stellen. Und hat dann eine riesige Spielfläche. Ne? Oder wenn man halt mal eine Belagerungsschlacht macht bei Fantasy zum Beispiel, dann hat man so einen Burgteil. Ja, das wäre das nächste, wo ich glaube noch was sagen wollte. Ne? Ich hatte zu dir vorhin gesagt, wo wir die Regale aufgebaut haben. Das kriegen wir niemals voll. So, jetzt sind wir ja quasi einmal hergefahren, haben so ein bisschen was in den Kofferraum gelegt. Ist schon halb voll. Ja, und da liegt ja noch mehr. Bei dir liegt noch alles voll, bei mir liegt noch alles voll. Ich glaube, die Regale reichen gar nicht. Wir brauchen mehr Regale. Ist ja so. Ich, ja. Vorher sah das so wenig aus, ne? Also, wirklich. Jetzt. Ja, das ist halt das, ne? Wenn man das halt mal alles so gesammelt auf einen Punkt packt. Vor allem, da kommt ja noch das Ganze dazu, was nicht angemalt ist, ne? Also wenn man das jetzt noch mehr werden, ja, lassen wir das. Ja, das ist auch einiges. Du hast ja auch den einen Kauf gemacht mit diesen ganzen 40k-Gelände, mit dem abgestürzten, was war das, Aquilia, wie das Ding heißt? Nee, das ist dieses Raumschiff, dann diese Aquilia, dann noch diese Landeplattform ist dabei, dann noch Häuser. Kommt schon was zusammen. Ja, wenn wir halt in der Ecke dann noch diese Malecke da einrichten, da hätte man dann auch vielleicht noch gegebenenfalls... kann man ja vielleicht noch Regale hier so, ne? Ja, oder halt auch Schränke, weil eine andere Sache, weil wenn man jetzt einmal anfängt, dann kommen immer wieder neue Ideen. Ja. Eine andere Idee, die mir jetzt so in den Kopf gekommen ist, ist, dass man hier diesen hässlichen Vorhang, weil hinter ist ja dieser Proberaum, Musikproberaum, dass man diesen Vorhang halt mit einer Leichtbauwand quasi zumacht, hat man das vernünftig räumlich getrennt. Man hat hier vorne halt den Eingang und dann hat man diese ganze Fläche hier auch noch als Stellfläche. Dann kann man hier auch noch Schränke stellen oder Regale oder was auch immer. Ne? Dann kann man hier zum Beispiel auch noch von diesen Regalen hier nochmal 2 nebeneinander stellen. Ja. Theoretisch. Ja, klar. Und hat noch mehr Lagerfläche. Ne? Dann hat man hier halt einen Mal- und Basteltisch. Und dann kann man vielleicht hier noch so einen kleinen Versorgungstisch, sag ich mal, hinstellen mit Kaffeemaschine oder Getränke oder wie auch immer. Oder man stellt es halt hier neben, da ist auch noch Platz. Noch. Wie gesagt, das ist halt, ne, wenn man viele Ideen hat, mein Gott, ist aber auch was. Wenn man viele Ideen hat, man muss halt erstmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal irgendwas geschafft. So mehr oder weniger das, was wir uns erstmal gesetzt haben. Das ist jetzt Farbe, Licht, Teppich und Grundausstattung. Und der Rest ist jetzt quasi nice to have. Ja, theoretisch, es fehlt nur die Platte und man kann spielen. Ja. Deswegen versuchen wir mal, die jetzt ranzukriegen und dann können wir schon bald hier das erste Spielchen starten. Würde ich sagen. Hast du schon Angst? Niemals. Ja, wie gesagt, du freust dich ja schon, wenn die Malecke fertig ist. Ja, deswegen, es reicht nicht aus. So, deswegen, in diesem Sinne. Genau, genug geschwafelt. Ihr wisst jetzt, woran wir sind und ihr jetzt seid. Und ja, in dem Sinne, wir sagen... Das nächste Mal, das nächste Video wird grad. Ja, wahrscheinlich. Dann wird das aufgebaut sein und dass das alles soweit vorbereitet ist, dass man wahrscheinlich das Spielchen machen kann. Deswegen, dann haut rein und... Schaltet dann wieder rein. Und dann heißt es wieder. Na, wie du eine Träne wegdrückst. Vielleicht 10 Uhr. Aber lassen wir das so stehen. Und
denn. Haut rein. Tschüss. Ciao.